Hi, ich bin Olli und freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Sattel, die richtige Höhe und passende Neigung. Viel Spaß dabei! Da sind wir wieder. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie schnell und einfach können wir unsere Sitzhöhe ändern, sodass wir optimal auf dem Rad drauf sitzen. Ganz einfach, wir fangen natürlich an mit dem Schnellspanner. Denkt bitte dran, es ist ein Spanner, kein Klemmer. Nicht zu doll, aber auch nicht zu lose, sodass die Sattelstütze schön fest ist. Wir öffnen den Schnellspanner, können jetzt unsere Sattelstütze mit Sattel hoch und runter senken, je nachdem wie wir das brauchen. Aber wie brauchen wir das denn überhaupt? Ganz einfach, wir stellen uns schräg neben das Rad und gucken anhand unseres Hüftknochens, und dann meine ich auch die Oberkante des Hüftknochens, ziehen die Sattelstütze samt Sattel auf die Höhe, oder drücken es auch rein, auf die Höhe, die wir brauchen, und machen den Schnellspanner wieder fest. Aber woher weiß ich jetzt, ob das richtig ist? Wir haben eine ganz, ganz einfache Methode, wie wir das abgleichen können. Wir steigen jetzt auf das Rad drauf. Wenn das alleine zum Beispiel nicht geht, weil ich mich nirgendwo dran festhalten kann, dann kann man das natürlich auch zu zweit machen. Wenn ihr jetzt auf das Rad aufsteigt, entweder alleine, sodass ihr euch an etwas festhaltet, ja, oder auch zu zweit, dass jemand von vorne das Rad festhält, dann könnt ihr ganz schnell begutachten, ob eure Einstellung, das heißt die Höhenverstellung, die ihr eben gerade vorgenommen habt, ob es passt oder ob es nicht passt. Wie tue ich das denn? Also wie kann ich das sehen oder woran weiß ich, ob das richtig ist? Ganz einfach, draufsetzen, wie gerade schon gesagt, das Bein komplett runterhängen lassen, die Pedale bitte in die tiefste Stellung bringen, die die Kurbel ermöglicht, das heißt senkrecht nach unten. Und jetzt fügt ihr nur eure Hacke auf das Pedal auf. Wenn ihr das getan habt, dann achtet bitte ganz genau auf euer Knie. Habt ihr das Problem, dass das Knie noch eine Beugung hat, dann kann ich euch ganz einfach sagen, sitzt ihr zu tief. Denn in der richtigen Position sollte das Knie eine Gerade ergeben. Ganz wichtig dabei aber, achtet darauf, dass die Hüfte nicht mit vom Sattel rutscht. Ja? Gerade sitzen bleiben, geraden Rücken, nicht rechts, links, sondern wirklich hundertprozentig gerade, das Bein gerade und nur die Hacke drauf. Wenn das passt, dann sitzt ihr richtig. Wenn das nicht passt, dann müsst ihr entweder tiefer, das heißt, wenn ihr mit der Hüfte rutscht, wie ich gerade genannt, dann müsst ihr tiefer. Habt ihr das Problem, dass ihr eine Beugung im Knie habt, während die Hacke auf dem Pedal ist, müsst ihr es ganz hoch setzen. Ganz wichtig dabei, passt bitte darauf auf, dass ihr 1 cm erstmal hoch oder runter geht. Das heißt, dass ihr nicht enorme Sprünge macht und euch langsam an die perfekte Sitzposition für euch herantastet. Zur doppelten Ergebnisüberprüfung macht ihr es ganz einfach. Wenn ihr euch vermeintlich sicher seid, dass das Ganze so jetzt richtig ist, dann fügt ihr euren Fußballen aufs Pedal. Und mit diesem Ballen müsst ihr eine leichte Biegung im Knie bekommen. Wenn ihr das habt, dann wisst ihr 100%, dass der Oberschenkelmuskel als auch die Wade die optimale Position hat, die ganze Kraft aufs Pedal ausgeübt werden kann und das Gelenk entlastet ist, sodass nur der Muskel arbeitet. Ja, zur Ergänzung möchte ich euch ganz gerne noch einmal die Einstellung der Neigung des Sattels zeigen. Wie kann ich das Ganze ändern, beziehungsweise was muss ich dafür machen? Ganz einfach haben wir hier zwei Schrauben, die im Prinzip den Sattel in seiner Neigung halten. Der Sattel sollte möglichst waagerecht sein, was auszuwerten ist mit einer Wasserwaage. Habe ich das Gefühl, dass ich vorne runterrutsche, möchte ich natürlich den Sattel mit seiner Neigung ein bisschen nach hinten versehen, sodass die Nase hochkommt. Habe ich genau das andere Problem, dass ich eher einen schmerzenden Druck gerade im Genitalbereich habe, dann muss ich den Sattel natürlich vorne weiter runterstellen. Das Ganze fixiere ich hier mit meinen Schrauben. Ich gehe jetzt vom Normalfall aus. Möchte den Sattel einfach nur gerade haben, dann drehe ich diese Schrauben handfest erstmal an. Kann das Ganze mit einer Wasserwaage nochmal nachmessen. Passt es, so ziehe ich das Ganze fester und schaue, ob ein Drehmoment verwendet werden muss. Sollte kein Drehmoment verwendet werden, denkt bitte immer dran, nicht zu lose, nicht zu fest, denn Schrauben können noch abreißen. So, das war jetzt natürlich die ganz einfache Variante und schnelle Variante, wie ihr für euch zu Hause selber die passende Sitzposition anpassen könnt. Es gibt natürlich auch die Varianten, ihr habt weiterhin Schmerzen. Ihr habt dolle Schmerzen, ihr könnt nicht richtig auf dem Rad sitzen, gegebenenfalls habt ihr auch Einschränkungen. Ja? Dann ist es ganz, ganz wichtig, ihr könnt euch natürlich immer ein bisschen herantrauen, aber vertraut dem Fachmann. Geht zu eurem Fachhändler, wo ihr das Rad gekauft habt oder zu einem, der gegebenenfalls auch ein spezielles Bikefitting anbietet. Lasst euch beraten und geht da nochmal auf das Spezielle ein. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir einiges zeigen heute für ein besseres Fahrverhalten im Nachgang und vielleicht auch eine gesündere Fahrt.
Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass uns den Daumen hoch da. Gerne abonniere unseren Kanal. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder weitere Fragen hast, die ich auf diesem Kanal beantworten kann, immer gerne in die Kommentare einfügen. Mach's gut. Ciao.